Willkommen, liebe Clasher. Macht es euch gemütlich, mit uns in der Top-Liga Champ 1 die Angriffe zu genießen. Nach zwei Tagen CWL-Suche, wir haben wirklich echt lange gesucht, haben wir endlich 7 Gegner gefunden. In diesem Video die erste und zweite Runde. Wir hatten echt Respekt hier für solchen bekannten Clans. In unserer Gruppe hatten wir leider einen kompletten arabischen Cheater-Clan. Dazu am Ende des Videos noch mehr Infos zu dieser zweiten Bannwelle. Wie ihr sehen könnt, hier gegen den deutschen Clan Kampfzelle. Ist ja auch, denke ich, gut bekannt. Einen lieben Gruß an diesen Clan. Die sind auf jeden Fall nicht zu verachten. Und hier haben wir das schön ausgenutzt mit dem Fledermauszauber. Der ist nun zweimal genervt worden, aber trotzdem kann man ihn manchmal in bestimmten Fällen noch verwenden. Und hier hat das super geklappt an dieser Stelle, nämlich auch die Luftabwehr. So viel ist hier an dieser rechten Seite rausgenommen. Da stehen zwar jetzt nur gerade so 18-20%, aber da ist eine ganze Ecke schon weg. Ja, und hier hat er die Loons vorgesetzt, um eventuelle Luftbomben auszulösen, dann die Drachen dahinter und dann die Masse der Loons hinterher. Und dann geht's zur Sache. Der Stone Slammer ist auch immer gerne genommen. Und da sind ganz schön viele Luftbomben von dieser Seite gesetzt. Da hat der Gegner gut dran gedacht, hier auf jeden Fall Einhalt zu gebieten, dass von dieser Seite aus man sowieso gerne aus angreift. Und jetzt auch ganz wichtig, den Warden noch schnell zu zünden. Hat das geklappt? Ja, überwiegend. Dann natürlich hinter dem Rathaus die olle Tornado-Falle. Ja, die ist manchmal sehr ärgerlich. Da dauert das so lange, wenn die auf Maximum ist. Das ist so ewig lange, wie da die Truppen rumwirbeln. Und hier gehen oben schon ganz schön viele Truppen außen weg. Nicht so schön, wie man sich das so vorstellen möchte, aber der Stone Slammer in der Mitte lebt ja immer noch und bombt da erstmal richtig fett weg, was der für einen Schaden hier angerichtet hat. Auch leider die Loons mussten unbedingt da außen weg. Aber der Stone Slammer ist voll dabei, in der Mitte das wegbomben. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir haben ja einige Angriffe hier zu sehen. Und ich verrate euch, es wird wirklich krachen in dieser CWL. Denn das sind echte Hammergegner. Und das war unser allererster Angriff gleich gegen die Kampfzelle. Und damit haben wir gleich 3 Sterne gesetzt. Da haben wir uns natürlich riesig gefreut, denn das ist sicherlich gar nicht einfach. Ja, und als Zwischenergebnis sind wir auf Platz 5 gelandet mit 31, mal eine kurze Info für euch. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so gepackt haben. Mit 31 Sternen sind wir hier nur im Mittelfeld gelandet. Gucken wir uns mal den nächsten Angriff an, nämlich vom BEM hier ein Angriff mit Drachen und Loons in Kombination, hatten wir eben auch schon mal. Das ist eine interessante Sache und auch wieder mit dem Fledermauszauber. Aber ich verspreche euch, es gibt auch noch ganz andere Angriffe, nicht nur mit Fledermauszauber. Aber in bestimmten Kombinationen sind die einfach nicht zu verachten und sollte man hier mit dem Wutzauber zusammen sehr gut unterstützen. So hat er ja auch einiges wegbekommen. So kann er schön dann hier zur Sache rein. Oh, da kommen auch noch dann die Skelette. Die Luftskelette angewackelt, von da unten auch noch einige. Und dann Drachen hinterher, um da erstmal ein bisschen die rauszulocken. Das hat gut geklappt. Und dann fängt er hier an, von dieser Seite aus einzumarschieren. Den Warden natürlich dahinter. Und dann ist auch gleich das Rathaus dran. Wut mit dabei, sehr gut. Und die Ecke da schön rausgenommen, dass jetzt hoffentlich die Truppen überwiegend zumindest zum Rathaus gehen. Das ist dann wichtig. Jawohl, und den Warden gezündet. Das kriege ich nämlich nicht immer hin. Das ist so wichtig, denn diese Riesenbombe, diese Megabombe unter dem Rathaus ist so stark. Wenn man ein Maximum Rathaus Level 12 hat, da den Stone Slammer von der Seite gesetzt zur Unterstützung, dass die Truppen auf keinen Fall so sehr nach außen wegdriften. Riesenbombe unten auch noch gewesen. Die Queen unterstützt hier auch ein schönes Teamplay hier. Sieht richtig gut aus, aber es steht auch noch wirklich einiges hier. Auch der Multi-Inferno und der blöde Adler ist auch immer noch da. Dieser Adler kann so stark und lange schießen vor allen Dingen. Und jetzt haben die Drachen das endlich geschafft. Und schaffen die das jetzt hier auch mal den Multi-Inferno zu erwischen? Ah, leider nicht. Wenn die da reingehen, wäre das viel, viel stärker und hätte viel mehr Chancen auf Gewinn. Leider nicht. Den X-Bogen hat es zumindest erwischt, aber den Multi-Inferno nicht. So, und jetzt die Queen noch mit drauf. Boah, wird das eng, wird das spannend hier. Ist das noch zu packen? Die Queen musste er leider schon zünden und es klappt leider nicht. Denn das ist so viel, was da auf die Queen ballert, aber immerhin starke 96%.
Fairerweise. Und in Absprache mit unserem Clan gibt es auch mal eine Dev, denn der Patron hat hier richtig gut angegriffen auf unseren Vier hier. Und deswegen möchte ich auch diesen Angriff einmal zeigen, auch den Gegnern dementsprechend Respekt zu zollen, wenn sie denn gut angegriffen haben. Wir können ja gleich noch sehen, wie das Endergebnis war von dieser ersten Runde. Mit 31 Sternen könnt ihr euch schon ein Bild machen, dass wir auf jeden Fall einmal 3 Sterne gepackt haben. Und so geht die Queen von hier unten schön aufräumen. Mit Queen Walk waren sie gerne dabei und haben hier unten erstmal diese Gegend komplett rausgenommen. Man sieht oben, der Gegner ist noch nicht, also unser Vieh ist da noch nicht Maximum. Die Infernos können noch ein bisschen. Und dann ist jetzt hier gleich mal der nächste Part mit Sicherheit am Kommen. Genau, von rechts hier mit King und dahinter ein Magier noch dabei, um hier noch so ein bisschen mehr aufzumachen. Morg, schaffen die Mauerbrecher das da reinzukommen? Ja, hat geklappt. Sehr gut. Und dann können die hier, denke ich mal, in der Mitte weiter aufräumen. Da bin ich mal gespannt. Er hat nochmal 6 Mauerbrecher. Ganz schön viele Mauerbrecher. Wut drauf. Und nochmal Mauerbrecher. Jetzt, wenn der Magierturm weg ist, müsste das eigentlich klappen. Jawohl, das hat geklappt. Dann kann die noch tiefer einmarschieren. Aber danach hat dann der Multi-Inferno da erstmal Schluss gemacht. So, und jetzt aber der Hund. Der wird die Queen ganz lange beschäftigen. Und dann auch noch der Luftfeger mit dazu. Dann sind nämlich dann auch die Heiler nicht immer so voll dabei. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein Kampf der Giganten. Wirklich Top-Level-Clans hier am Gehen. So, nächster Part kommt mit Loons unterstützt hier. Von oben und von rechts hier noch mit dazu. Da ist auch ein Luftfeger mit dabei. Er hat nicht von der Rathausseite aus angegriffen. Ist natürlich ein bisschen risikoreich. Wenn das mal richtig schief geht, hat man das Rathaus nachher nicht erwischt. So, und jetzt hier noch der Zeppelin mit dabei und landet voll auf dem Rathaus, sehr gut, mit Speedzauber unterstützt dabei. Und dann müsste er das Rathaus aber packen, jawohl, das hat geklappt. So, 59%, die Mitte ist schon sehr entkernt. Und dann gehen die Loons auf die letzten Verteidigungsanlagen drauf. In der Mitte ist die Queen noch mit dabei, die jetzt zünden musste. Ist der King in der Luft abgeballert worden. Und dann hat er den Warden jetzt gezündet, jetzt erst gezündet, so spät. Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall sind da ganz viele Lagis dahinter. Und die Queen macht ja auch noch einiges weg und erwischt dann auch den X-Bogen. Und dieses Risiko, was angegangen ist, von der gegenüberliegenden Seite des Rathauses anzugreifen, hat sich ausgezahlt. Er kriegt hier auch noch die 3 Sterne hin. Kompliment an die Kampfzelle. Die haben ja auch einen 3-Sterne-Angriff geleistet. Schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. Alle haben angegriffen. Jeder hat 3 Sterne einmal geschafft. Und die Kampfzelle hat zweimal nur 1 Stern gepackt. Kompliment an unsere Base-Bauer. Das hat, denke ich, ganz gut geklappt. Auch die durchschnittliche Zerstörung, denke ich mal, ist da nicht schlecht. Und Endergebnis mit dem Win sind 41 Sterne. Wir sind auf Platz 4 hervorgekommen. Immerhin, die Zerstörungsrate sicherlich könnte noch ein bisschen besser werden. Aber das wird sich vielleicht ja noch ändern. Und wie seht in der Runde hier, dass da 2 Clans, der asiatische Level 8 Clan und auch UN Arab sehr stark sind. Und die haben wir jetzt als nächsten Gegner, als zweiten. Unser Warman hat hier angegriffen, wieder mit Drachen und Loons und leider wieder, natürlich für die Zuschauer nicht ganz so schön, aber immer das Gleiche zu sehen. Trotzdem ist es nicht zu verachten, dass ihr mit Wutzauber, ich habe das mal langsam gemacht, mit Wut, Frostzauber und den ganzen Fledermauszaubern hier einiges doch abgeht. Und da ist aber oben auch ein Luftfeger. Hier ist aber auch wieder unheimlich viel, was sich lohnt mit herauszunehmen. Und die hacken ja auch wirklich einiges weg. Luftverteidigung ohne Ende weggeballert hier. Jawohl, und da ist wirklich diese gesamte Seite hin. Da ist die gesamte Verteidigung Schrott und da oben können die letzten Fledermäuse noch den Mörser erwischen. So, jetzt der Babydrache unten noch zur Unterstützung. Der räumt hier den Rest einfach mal so ab. Dann warten wir auf den nächsten Part links mit den beiden Helden zusammen, um noch ein bisschen das Dorf schmaler zu gestalten, damit dann die Truppen nicht so weit auseinanderdriften, ist hier das Ziel. Und so sieht das hier, denke ich mal, auch gut aus. King gegen King mit Queen ist natürlich nicht ganz fair, aber ja, so ist das Leben eben. Da wird dann der Gegner King nun mal sterben. Jetzt musste ihn schon zünden, leider. Der war ganz schön runtergeballert.
Ja, und jetzt natürlich richtigerweise auch den Borden gezündet, wenn das Rathaus kommt. Und so können die schön hier in die Mitte rein. Da ist wieder ein Luftfeger mit dabei. Unten der Frost, da wollte den Stone Slammer noch ein bisschen schützen, dass der noch länger überlebt. Das habe ich ihn noch gefragt, warum der unten da gelandet ist, denn in der Mitte hätte er ihn ja auch setzen können gegen den Luftfeger. Aber die Idee ist bestimmt nicht so schlecht, denn so hat er nämlich unten eine Menge herausbekommen. Ganz schön viele Loons da auf einem Flecken mit den Drachen zusammen. Dann die Queen ist noch nicht gezündet, räumt oben schön ab hier. Bin ich mal gespannt, wie viel wird das hier noch? Packt er da noch 3 Sterne? Das ist super knapp hier. Da sind oben schon ganz schön viele Truppen gestorben. Die Queen ist auch schon unheimlich beschädigt und vor allen Dingen auch schon gezündet gewesen. Kriegt die wenigstens noch den Magierturm weg? Jawohl. Der ist wenigstens noch gestorben. Unten der Warden mit 4 Drachen zusammen. Und machen wir uns mal ein bisschen schneller. Schauen wir mal rein, wie viel wird das hier noch? Ein Angriff habe ich auf jeden Fall noch für euch. Sonst wird das Video auch, denke ich mal, zu lang. Und da sind die Drachen hier dabei und das klappt. Das wird unheimlich schwer. Und dann kommt noch die Tornadofalle und gibt den Drachen den Rest. Aber wie man sehen kann, wenn die Drachen in der Tornadofalle sind und da ist ein Ziel dabei, dann werden die auch angreifen. Immerhin, das ist gar nicht mal so schlecht. 93%, wirklich knapp. So, ein Angriff mal von mir, damit ihr mal sehen könnt, wie ich denn so angreife. Oben einen Bogi gesetzt, links einen Laki. Und da kann ich ihm genau sagen, wie geplant ist. Da sollte Elektrodrache hin, da sollte der Bogiturm drauf schießen, 2 Loons dazu, rechts einen Lakis, unten einen Loon für den Mörser. Da war schon klar, dass da irgendwo so ein Tesla sein musste. Und die habe ich dann auch noch weggeballert dort. Das hat geklappt. Unten sollten dann die Helden hin, um dieses Dorf schmaler zu machen, damit ich dann die gesamten Elektrodrachen mit den Loons mittig dorthin bekomme. Und das hat sehr, sehr gut geklappt immerhin, dass ich das Dorf enger bekommen habe. Und wenn die Queen die Luftverteidigung wegbekommen hat, sollte ich jetzt dann 3 Loons vorsetzen gegen Luftfallen. Das sind gar keine gewesen. Dann die Elektrodrachen dahinter. So, und jetzt geht's zur Sache. Den Warden mit dazu. Da hätte ich schon mal links vielleicht einen Wut schon mal setzen können, hatten wir im Nachhinein besprochen. Der kam jetzt erst, etwas später, nämlich um diesen Luftfeger zu unterbinden. Dann in der Mitte schön gefrostet, damit das Drahthaus das nicht bekommt. Dann den Warden gezündet, wenn die Megabombe losgeht darunter. Dann die Loons in die Mitte hinein. Da ist leider die Tornadofalle und hält da meine ganzen Truppen auf. Nur der Stone Slammer hat es da durchgeschafft. Leider die Queen unterstützt gar nicht so schlecht unten, aber außen wäre sie wahrscheinlich besser gewesen, hat man im Nachhinein gesehen, aber das kann man eben so schwer steuern. Jetzt sind die Elektrodrachen in der Mitte drauf und da habe ich leider nicht gesehen, dass die Queen längst gestorben ist. Da hatte ich nochmal gefrostet, das wäre wahrscheinlich oben auf dem Adler besser gewesen. Und hier kann ich wirklich unheimlich viele Details sagen, weil ich das eben so genau geplant hatte bei diesem Angriff. Und ihr seht, da ist schon die gesamte Mitte eigentlich entkernt und die Elektrodrachen hätten oben auf diesen Multi-Inferno müssen. Unbedingt, denn der brutzelt unermüdlich auf meine Elektrodrachen und dann sind die eben irgendwann hin, wie man hier sehen kann, war es das dann auch. 75%, mehr war einfach nicht drin, aber so hatte ich hier nun mal geplant, damit ihr mal einen Einblick bekommt. Auf jeden Fall eine sichere 2-Sterne-Variante und wir sind Platz 4 mit 70 Sternen hier für diese Runde, die zweite Runde. Und wie am Anfang schon angekündigt, leider hat UN-Arab nicht so Fairplay 100% gespielt, wie sie hier angegeben haben in ihrer Clan-Beschreibung. Irgendwie ist der Clan jetzt nach der 2. Bannwelle komplett leer. Und ihr seht ja auch, was die für Prozente hier weggeballert haben. Das ist echt nicht mehr feierlich, also wirklich. Und guckt mal, nehmen wir mal rein. Den gibt's nicht mehr. Und, was haben wir hier noch? Da haben wir noch einen. Den gibt's auch nicht mehr. Tja, also die haben dann schon mal richtig gescheatet, was soll man auch sonst sagen. Und der ganze Clan ist irgendwie leer mit 3 Membern. Das finde ich dann schon genau richtig. Hätte vielleicht am Anfang der Liga stattfinden müssen, damit solche unfairen Clans gar nicht erst antreten dürfen. Aber... Und ich kann euch sagen, es wird jetzt richtig spannend, denn der nächste Gegner ist wieder ein deutscher Clan, nämlich ein Lokalderby gegen die Bruderschaft 20. Das wird super spannend, da habe ich nämlich 2 ganz hammerharte Angriffe. Lasst euch überraschen, bis zum nächsten Video, macht's gut, bye bye.